Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Beitrag zu den Klassikerwochen. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen, auch dieses Jahr wieder daran teilzunehmen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sophie vom Kanal Fair Stand für das erneute Organisieren. Ich finde, das sind mit die schönsten Wochen im Jahr hier auf BookTube und ich bin jetzt schon ganz gespannt, was die anderen alles so für Videos produzieren. Ich habe noch 2 Wochen, bevor mein eigentlicher Videotermin jetzt war, noch was ganz anderes machen wollen. Dann erhielt ich allerdings von der Büchergilde dieses Buch, Mascha Kalekos fast alle gesammelten Gedichte, bewölkt mit leichten Niederschlägen. Und das hat mich dazu bewogen, mich ein bisschen mehr mit Mascha Kaleko auseinanderzusetzen. Und ich finde auch, dass Lyrik in meinem Leseleben leider ein wenig zu kurz kommt. Und ich nehme es mir jedes Jahr wieder vor, mehr Lyrik zu lesen. Und so dachte ich, dass das ein guter Beitrag für die Klassikerwochen sein könnte. Mascha Kaleko hat auch ein sehr interessantes Leben gehabt. Sie ist 1907 in Galizien geboren. Und da kommen wir auch gleich zu. Sie wird hauptsächlich mit Berlin und dann nachher auch mit ihrem Leben im Exil in Verbindung gebracht. Denn sie war relativ beliebt, als sie in den 20er, frühen 30er Jahren in Berlin sehr nahe am Alltag stehende Gedichte geschrieben und veröffentlicht hat. Sie hat viel über das Großstadtleben, über das Leben als Büromitarbeiterin geschrieben, als junge Frau und natürlich auch über die Liebe. Und man kann sich sehr gut damit identifizieren, ob man nun im Büro arbeitet oder nicht. Das ist auch, denke ich, 100 Jahre später noch ähnlich wie in den Gedichten. Und in ihrem späteren Leben sind aus den fröhlichen, etwas leichten Gedichten dann melancholischere, von Trauer und auch Verlust geprägte Gedichte geworden, die trotzdem immer noch leicht verständlich sind und trotzdem durch eine sehr ausgewählte Sprache bestechen. Nicht zuletzt deswegen, weil sie einfach so zugänglich sind, ist sie mit Sicherheit eine der populärsten Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie ist in den 70er Jahren gestorben und hat nie so richtig in ihrem Leben scheinbar eine Heimat gefunden. Sie wurde 2-mal vertrieben. Die bekannteste Flucht natürlich die aus Berlin in den 30er Jahren. Sie ist 1938 dann emigriert und hat zunächst in den USA, in New York gelebt. Später ist sie dann nach Jerusalem gezogen und ist immer mal wieder nach Deutschland gekommen, aber sie hat keine Wurzeln mehr. In vielen ihrer Gedichte geht es auch um Heimat, Heimweh. Was bedeutet der Begriff Heimat? Ist Heimat vielleicht gleichzusetzen mit einer sehr nahestehenden Person? In einem ihrer Gedichte, dem Emigrantenmonolog, spricht sie auch davon und 2 Zeilen lauten: Ich habe manchmal Heimweh, ich weiß nur nicht, wonach. Und dieses Gefühl zieht sich durch sehr viele ihrer Gedichte. Was sie scheinbar auch gar nicht verwinden kann, ist, wie ihr Land Deutschland sich so hat wandeln können und wie solch schlimmen Verbrechen von den Deutschen begangen worden sein konnten. Und sie rechnet eben auch mit den Nazis ab in ihren Gedichten. Die Gedichte fand ich wirklich sehr, sehr einnehmend und sehr erschütternd. Sie findet einfach die richtigen Worte dafür. Allerdings war diese Flucht in den 30ern nicht ihre erste. Sie ist, wie gesagt, 1907 in Galizien geboren und Galizien ist heute Polen. Krakau war früher auch Galizien. 1907 gab es kein Polen auf der Landkarte. Das war bereits nach der dritten polnischen Teilung. Eine ganze Weile danach. Es gab für lange, lange Zeit kein Polen. Erst 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wieder. Und zu dieser Zeit war so der Bereich um Krakau im Westen dann begrenzt von Schlesien und da ging bis in die Ukraine hinein, in die heutige Ukraine. Das war Galizien unter der Herrschaft des K&K-Reiches Österreich-Ungarn. Ihre Mutter war jüdische Österreicherin und ihr Vater jüdischer Russe, was dann auch später nach ihrer Flucht nach Deutschland zu einigen Problemen geführt hat, denn ihr Vater wurde interniert als Feind des Landes oder als feindlicher Staatsbürger. Sie sind kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges geflohen, weil sie Angst hatten vor russischen Pogromen. Und bis dahin haben sie im heutigen Scharnow gelebt.
Das ist nicht weit weg von hier und mit hier meine ich Krakau. Das ist so eine halbe, dreiviertel Stunde und dort sind wir heute hingefahren, denn ich dachte, vielleicht können wir noch so ein bisschen ein Gefühl einfangen, wie Scharnow vielleicht vor 100 Jahren war und wenn nicht, was sich verändert hat und wie es heute dort ausschaut. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit auf eine Reise zu Mascha Kalekos Geburtsort. Wir sind gerade auf der Autobahn und es sind noch so ungefähr 20 Minuten. Thank you.
Und wie ihr bei dem Stadtrundgang sehen konntet, hat sich doch einiges getan in Chanów. Zu Mascha Kalekos Zeiten war das wirklich noch ein sehr kleiner Ort zwischen den Kriegen. Während der Polnischen Republik ist er dann stetig gewachsen und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so zwischen den 50ern und den 90ern, ist dann wirklich ein richtiger Boom in der Stadt passiert und es musste viel Wohnraum geschaffen werden. Zu dieser Zeit gab es den Sozialismus in Polen und man sieht das auch wirklich an der Architektur. Was noch sehr ähnlich ist, ist der Marktplatz, den ihr sehen konntet, und natürlich auch die Kirche. Beides hat sich nicht sehr viel verändert, nur auf dem Marktplatz sind jetzt noch so ein paar Rampen. Ebenso der jüdische Friedhof hat sich auch so gut wie gar nicht verändert. Es gab damals und über Jahrhunderte hinweg eine sehr große jüdische Gemeinde in Chanów. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann so gut wie gar keine mehr. Man konnte auch hier und da in der Stadt Überreste der Industrie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehen. Ich habe versucht, auch so ein bisschen was im Video davon einzufangen. Und heute gibt es dann dort auch einen Hundespielplatz, den wir besucht haben, und ein Naherholungsgebiet mit einem großen See, der allerdings auch künstlich ist und den es zu Mascha Kalekos Zeiten auch noch nicht gab. Mascha Kalekos selbst hat ihre Herkunft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und nur in einem Gedicht habe ich so ein paar Andeutungen darauf gefunden, dass sie aus einem kleinen Ort in Galizien stammt. Sie schreibt in Interview mit mir selbst, dass sie aus einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt kommt, in der es eine Kirche und zwei bis drei Doktoren gibt. Und das war dann auch schon so ziemlich alles. Und der Rest ihres Lebens spielt dann eben in Deutschland und im Exil. Und ich finde, man kann dieses Buch auch wie eine Art lyrische Biografie lesen, denn wie gesagt, wandelt man hier durch ihr Leben von der lockeren, lustigen Büroangestellten, die sich hin und wieder verliebt oder die auch hin und wieder in den Park spazieren geht, bis hin zu der gebrochenen Frau, die im Exil lebt, die sich als Immigrantin nicht wirklich einfügen kann, die Probleme mit der Sprache hat, die es einfach nicht fassen kann, was mit Deutschland passiert ist, was die Deutschen getan haben. Und die dann auch im späteren Leben einfach ja keine Wurzeln mehr schlagen kann. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich auch selbst mehr Lyrik lesen möchte, als ich es eigentlich tue. Und gerade Mascha Kaleko kann ich gut auch Menschen empfehlen, die nicht so viel mit Lyrik am Hut haben, die aber vielleicht auch doch gerne mal ihre Fühler ein bisschen ausstrecken wollen. Denn Mascha Kalekos Gedichte sind sehr zugänglich. Sie sind nah am Objekt. Und man kann als Leser oder Leserin selbst entscheiden, wie viel Zeit man mit ihnen verbringen möchte. Man muss nicht Stunden aufwenden, um zwei, drei Verse zu interpretieren, um überhaupt irgendwie hinter den Sinn zu steigen, sondern man kann einfach die Sprache genießen, man weiß, worum es geht in dem Gedicht. Man kann das Gedicht auf sich selbst, auf das eigene Leben oder auch vielleicht auf die Geschichte beziehen und ja, kann natürlich auch mehr Zeit damit verbringen. Oder man liest das Gedicht einfach, erfreut sich an der schönen Sprache und hat etwas über Mascha Kalekos Innenleben erfahren. So, ich hoffe, ich konnte euch diese Lyrikerin des 20. Jahrhunderts und vielleicht auch ihre Herkunftsstadt Chanów so ein bisschen näher bringen. Unten in der Infobox findet ihr natürlich die Liste aller der teilnehmenden Klassikerwochen YouTube-Kanäle. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den Videos der anderen. Und hoffe, ihr habt noch eine sehr schöne Zeit. Schreibt mir doch auch bitte mal, welche Lyrik ihr gerne lest, ob ihr Lyrik gerne lest oder was Klassiker für euch bedeuten. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Schauen und ich hoffe, wir sehen uns auch bald auf meinem Kanal wieder. Tschüss!